Moin, 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 Leute! Heute wird der Rick Wild bei Dick Wild 2.0. Dick Wild ist ein Spiel, das kam seinerzeit raus für PlayStation VR unter anderem und ist so ein bisschen mir vorbeigegangen, obwohl das eigentlich schade ist, weil es geht da um so einen Redneck und man macht eben Kram, Redneck-Kram. Und das will ich jetzt ausprobieren mit dem zweiten Teil. Ich habe hier Woman und bin im Menü. Und allein schon im Menü weiß ich jetzt schon, dass ich unglaublich viel Spaß haben könnte. Was kann man denn hier alles abschießen? Oh, alles abräumen. Alles hier wegballern. Das ist fantastisch. Was sind das für Würmchen? Das sind irgendwelche komischen kleinen Würstchen. So sieht es aus. Das sind tatsächlich Würsting, oder? Hier in der Mitte des Lenkers wird das Wurstmagazin eingeklippt. Fantastisch. Okay. Jetzt, wo ich mich abgeregt habe, legen wir mal los. Okay, richtige Wummen. Okay, ich muss einfach auf alles ballern. Ja. Also das ist schon, man merkt schon relativ schnell, das ist so ein Schießbudending. Hab ich limitierte Munition oder so? Nee. Vollkommen wurscht, ich kann hier einfach ballern. Scheiß Frosch, ey. Ist ganz charmant. Ich habe auch nicht Kohle bekommen. 615. Was kann ich kaufen? Medikit. Hunters West. Crit Booster. Wir nehmen mal das hier. Machen wir nochmal einen Crit Booster auch noch. 3 Second Power Up Time. Ja, machen wir The Full Monty, ne? Wir spielen weiter. Oh, rechts oder links? Das ist geil. Entscheidungstime. Rechts oder links? Ich sehe nichts. Gut, ich bin rechtshändig, deswegen gehen wir rechts an. Also man hat auch so ein bisschen Replay-Value dann anscheinend, weil, ne? Oh, das ist auch cool, die Statue hier. Yo, what's up? Friends? You my bayou? I'm gonna shoot you down. Der Box habe ich's gezeigt, Mann, und der auch. Wow! Oh! Yes, das ist Mariah. Oh shit, da kommt eine ganze fucking Horde. Ach scheiße, den goldenen Karpfen habe ich verpasst. Ey, mir tut die Zeigefinger weh vom Ballern die ganze Zeit. Das ist enorm anstrengend. Oh, ich kriege echt den Krampf hier im Unterarm. Oh, das ist echt... Das bringt mich an mein Limit. Ja, wir nehmen die Submachine Gun. Ah, in einer Wadenhand habe ich jetzt hier das Ding. Also grafisch ist das echt schick. Also das, auch das Kantenfilm ist so gut wie kaum vorhanden in der virtuellen Realität. Ist wirklich schön gemacht. Oh, die ist natürlich ein bisschen ungenauer nach einer gewissen Zeit, ne? Fuck, ey! Aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Ding irgendwie zielen. Scheiße! Die verdammten Kackfrösche, ey, die sind echt... Das ist echt total absurd. Jetzt könnte man noch mal eine Wumme kaufen. Wir kaufen die jetzt hier. Das schaffen wir jetzt. Jetzt können wir einfach wild drauf loshalten. Jetzt gehen wir diesen mal links. Ach, da unten ist diese Powerbooster-Leiste, die hier so blinkt. Über der Herzanzeige. Gut, setzen wir dann mal ein, ne, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Yes, das ist Mariah! Oh! Special Weapon! Ich habe Special Weapon aktiviert! Ah, das ist irgendwie so. Ah! Der goldene Karpfen! Ich habe ihn erwischt! Ich habe den Schlüssel! Das schaffen wir. The finish is near! Level complete mit 34% Health. Und wir haben unser Special mal eingesetzt. Ist gut. Ist total bescheuert, aber irgendwie gut. Wir gehen mal gleich hier hin. Ich finde es immer noch am besten, Würstchen zu verschießen. Ist halt so ein bisschen wie hier ist es, das Spiel, dieses Horrorspiel mit der Achterbahnfahrt. Das war doch ähnlich. Oh, du Motherfucker, du scheiß Zwerg! Sind jetzt dafür komische...
Ey, die Wichser! Das ist schon gut fordernd. Oh, jetzt kriege ich hier wieder Krämpfe. Krämpfe in den Unterarmen. Boah, das ist definitiv wie so eine Art Muckibude für... Oh, das wird morgen wehtun. Oh, yes, das mal. Ab 870, ich könnte mir fast zwei Uzis besorgen. Machen wir doch mal die hier. Double Barrel Shotgun. Die nehmen wir einmal hier. Yeah, Double Barrel Shotgun. Oh, Shotgun, die ist sehr langsam, ne? Was war das denn für ein komischer Maulwurf? Jesus, ey. Jetzt habe ich den goldenen Karpfen verpasst. Aber Geld sammeln wir, glaube ich, ganz gut. Oh, Mann, ey. Hans Maulwurf. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Ich muss mich so ein bisschen... Oh, es tut so weh. Tut mir weh. Oh mein Gott, ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Das ist nicht eine Möglichkeit. Au! Jetzt muss man hier auch noch Rätsel lösen mit Türen. Was ist das denn für ein scheiß Oktopus? Jetzt wird's zu viel. Ich glaube, wir gehen jetzt mal dann raus. Beim Multiplayer gibt's auch. Und da möchte ich mal schauen, was das heißt. Also ihr seht schon, das ist halt so ein Ding, wo du halt mit diesem Fluss, es wird wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Fluss sein, ne? Sieht man ja hier an dem Bild. Aber Multiplayer, was heißt das denn? Connecting, ist das dann online? Mal gucken, was das ist. Join Random Game. Ja, klar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da irgendjemanden finden. Schaffen wir es, eine Wurst in meinen Mund zu ballern? Die Wurst. Ah, ah. Ah. Die fallen alle sehr komisch. Wir finden keinen anderen Spieler. Ja, das soll es gewesen sein. Das war Dick Wild 2.0. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ganz witzig. Das ist halt so ein typischer Arena-Shooter, die mag ich normalerweise nicht, weil ich finde es einfach so ein bisschen zu simpel für VR, beziehungsweise ist es schon ein bisschen ausgenudelt. Aber ich finde das hier durchaus sehr charmant vorgetragen, hat gute Grafik, ist durchaus fordernd. Es gibt ein bisschen Replayability dadurch, dass man auswählen kann. Es gibt Boni, es gibt Sachen, die man freischalten kann. Und man kriegt Muskelkater in diesem Bereich durch das ganze Trigger-Drücken hier. Das ist schon durchaus anstrengend. Ist aber irgendwie echt gar nicht so schlecht. Hat mir durchaus Spaß gemacht.